Hallo zusammen, ich hier ist wieder Attila und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein schickes Mount, was wir uns hier von der verbotenen Insel besorgen können. Und zwar bin ich jetzt einmal in dem Lager, also in unserem Basecamp, hier auf den Koordinaten 3459. Und dort haben wir von einem Händler, und zwar hier von dem Zentauren, ein Item, was wir uns kaufen können. Und zwar haben wir edler Brüffelch. Und das kostet relativ viel, wie ihr seht, 100.000 von unserer Ressource, also hier diesem elementaren Überfluss. Und ich habe mittlerweile ein bisschen was zusammengefarmt, habe 110.000, heißt, wir können es jetzt kaufen. Und bevor wir uns das angucken, wie das Mount aussieht, würde ich mal sagen, dass ich euch so ein bisschen erzähle, wie ihr am besten das Zeug farmt. Man kann das, oder man konnte das ja jetzt auch schon farmen, diese Ressource, bevor Patch 10.07 live gegangen ist. Man hat aber relativ wenig gekriegt. Wenn ihr euch jetzt effizient das fürs Mount zusammenfarmen wollt, dann solltet ihr hier auf der Insel mit einem Char rumstehen und am besten die Rares mitnehmen. Ein Rare bringt beim ersten Mal am Tag, wenn man ihn tötet, etwa 1000 von dieser Ressource, von dem mentalen Überfluss. Und zwar ist es so, dass die Rares immer 500 dabei haben. Ihr könnt die so oft töten, wie ihr wollt am Tag. Ihr kriegt immer 500 von dem Rare. Oder es ist nicht genau 500, aber 500 ein bisschen was. Und dann gibt es quasi einmal pro Tag diesen Rare-Tag, den sie haben. Mit einer, Blizzard hat das letztens noch geändert, mit einer Art World-Quest, die ja aufploppt. Oder halt so ein Bonusziel, das aufploppt, wenn man ihn angreift oder auch dann umbringt, und da gibt es nochmal 500. Also das erste Mal am Tag kriegt er von jedem Rare 1000 und jedes weitere Mal bringt 500. Die Rares sind definitiv das effizienteste, um die Ressource zu farmen. Zusätzlich gibt es hier noch große Kisten-Events, die werden auch auf der Map angezeigt. Da bekommt ihr ähnlich viel raus wie von den Rares. Und dann haben wir noch kleine Kisten, die ihr aufmachen könnt. Gibt es auch eine Karte, wo man die besser farmen kann. Die gibt es von ihr hier. Da sieht man die dann auch vom Map. Da kommen dann so 50 bis 100 von der Ressource raus, ist ganz nett, ist aber, denke ich mal, nicht das Beste, um das Zeug zu farmen. Was dann auch noch eine gute Möglichkeit ist, hier in der Höhle drin oder in diesem Gewölbe gibt es einen Haufen Elite-Mobs, da gibt es sehr viele Gruppen im Tool, die dementsprechend diese Elite-Mobs töten, und die droppen auch relativ viel von dem Stuff, also da könnt ihr es auch farmen. Die Gruppen heißen meistens irgendwas mit Kriegerhort, da gibt es nämlich auch eine World Quest und da sind oft tatsächlich Raid-Gruppen auch unterwegs, und da könnt ihr euch das Zeug theoretisch auch zusammenfahren. Ich habe es tatsächlich jetzt so gemacht, dass ich die letzten 2-3 Tage immer die Rares mit umgehauen habe, und das hat eigentlich vollkommen ausgereicht, dass ich dementsprechend genug von dem Material hier zusammenbekommen habe. Zusätzlich gibt es hier auch noch ein paar Daily Quests oder eine Daily Quest gibt es, ein paar Weekly Quests, die ihr erledigen könnt. Da gibt es auch ein bisschen was, natürlich kann man das auch noch mitnehmen. Gut, genug der Vorworte, jetzt schauen wir uns einmal das Mount an sich an. Und zwar lernen wir es hier einmal. Dann gehen wir hier einmal rein. Da haben wir es. Brüffelelch. Oh, der sieht eigentlich ganz cool aus. Der ist sogar relativ groß. Okay, der macht schon was her. Ja, in komplett schwarz gehalten. Hat auch ein neues Model. Ich hätte es gedacht, dass er so ein bisschen kleiner ist. Meine Elfin ist ja schon relativ groß tatsächlich. Ja, ist ganz cool. So vom Model auch her. Hat sogar noch ein Horn in der Mitte. Das haben, glaube ich, Elche normalerweise nicht. Aber gut, wir sind ja in World of Warcraft. Da ist alles so ein bisschen anders. Ja, das ist soweit das Mount. Wir können uns jetzt noch einmal das Mount Special angucken. Okay, er hüpft so ein bisschen. Das ist ähnlich wie ein Eber an sich, ne? Die machen das ja, glaube ich, auch. Ja, das Mount Special ist nichts Besonderes. Das Mount an sich, so ein Elch, ist ganz nett. Und ja, damit sind wir am Ende von dem kleinen Mount Guide. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachfarmen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.